Die Konferenz steht ja unter dem Thema Nichtwort. Ich bin immer versucht, dann nicht weiter zu sprechen, aber im Grunde genommen ist natürlich was anderes gemeint. Das Nichtwort hier bei dieser Konferenz entstammt vor allem Hildedomin, die in ihrem Band hier, oder man kann es auch französisch lesen als hier, und ihrer eigenen Migrationsbiografie für uns eine wichtige Referenz ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Schrift ist in der Kulturgeschichte der Menschheit mindestens 4-mal unabhängig voneinander entstanden. Was mich fasziniert, die Kombination aus Piktogrammen, also Bildzeichen, und Ideogrammen, das sind Ideenzeichen, funktioniert im Prinzip heute noch genauso wie bei den Sumerern vor 5500 Jahren. Das Problem natürlich ist, das haben die schon die Ägypter erkannt, es wird irgendwann unübersichtlich. Es hat ziemlich lange gedauert, bis man verstanden hat, dass das hier überhaupt Schrift ist, weil man nicht gesehen hat und nicht verstanden hat, dass nur die Köpfe hier die Schriftzeichen sind. Uruk ist die Stadt, in der wahrscheinlich die Schrift erfunden wurde. Und Sie sehen an den Daten oben, die nächste Generation hat schon vereinfacht. Ich glaube allerdings auch, dass wir uns mittlerweile in einer Phase befinden, die man als digitale Renaissance bezeichnen kann. Ein Wiederbesinnen auf die Formen der Bildlichkeit, die wir vor der Gutenberg-Ära hatten. Dass Sie als von der Form kommend doch so ein starkes Plädoyer für die Kraft und Qualität der Sprache ja hier gehalten haben. Vielleicht habe ich als Redakteur eines Printmediums auch gar keine andere Chance. Ich muss mich auf das Wort auch verlassen, wenn ich nicht die Bildzeitung mache. Wir betreiben deswegen unseren eigenen Lernmaterialverlag. Damit kommt alles aus der Hand. Also wir haben ein eigenes Zentrum für Methodeentwicklung, wir haben einen eigenen Verlag, wir haben eine eigene weltweite Trainer-Aus- und Weiterbildung. Es geht einfach darum, dass man erstmal zum einen sehr genau auf die Dinge guckt, wem will ich eigentlich etwas erzählen? So, und was will ich da erzählen und was braucht es an dieser Stelle noch? Wo braucht es eine Ergänzung? Wo kann ich vielleicht auch meinen Text weglassen oder so? Meiner Meinung nach in dem Kontext, jetzt im Spracherwerbskontext, ist es so, dass die Verlage überhaupt gar nicht sehen, dass ein visuelles Konzept nötig ist, weil für die das Bild einfach nur ein Hilfsmittel ist. Und gute Gestaltung kostet jetzt nicht mehr Geld als schlechte Gestaltung. Der Staat sollte sich wirklich dafür verantwortlich fühlen, die ästhetische Qualität des gesamten Landes zu erhöhen. Also ich finde es oftmals so ein bisschen ein Problem, wenn man immer sagt, wir brauchen jetzt Geld und ist immer diese bisschen Klage. Just do it. Man kann schon Dinge bewegen und es braucht nicht immer das Mördergeld. Ich plädiere ganz stark dazu, dass man nicht sagen kann, dass gute Gestaltung teuer sein muss. Eine Ausstattung kann teuer sein, aber Gestaltung ist nicht zwangsläufig teuer, zumindest nicht, wenn es um Bücher geht. Wenn wir auch heute über Gestaltung sprechen, dann erschöpft sich das in der Regel. Ich finde das schön, ich finde das hässlich, gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und das Schlimmste ist dann, wenn man sagt, ach ja, das ist eigentlich Geschmackssache. Tatsächlich ist es aber eine strategische Komponente, die zum einen im Reden über Gestaltung, aber eben auch in der Entwicklung von Gestaltung eine große Rolle spielt. Man kann ja so einen Tweet nicht irgendwie durch 5 Abteilungen abstimmen. Also es muss ja irgendwie wirklich sehr akut, muss man da reagieren, man muss irgendwie sich äußern. Sie haben es richtig formuliert, das ist natürlich für uns ein großer Paradigmenwechsel gewesen, sich derart aufzustellen. Polizeiliche Arbeit ist ohne Social Media heutzutage nicht mehr vorstellbar. Die Kolleginnen und Kollegen im Bereich Social Media in der Sachrate machen das eigenverantwortlich. Welche Kompetenzen werden dann benötigt, um den technologischen Entwicklungen Schritt zu halten? Und zwar nicht nur technologische Kompetenzen, auch Sozialkompetenzen. Ich
glaube, dass ein ganz, ganz großer Punkt Bildung ist, weil es darum geht, die Schere zwischen Produzenten und Konsumenten nicht weiter aufreißen zu lassen. Jetzt mal ein bisschen mit einem politischen Bezug, wenn wir uns jetzt hier gerade im Zeitalter der alternativen Fakten ja auch befinden, da finde ich, dass wir Leute darauf vorbereiten oder Menschen darauf vorbereiten, dass sie halt wieder ein kritisches Denken gegenüber allen medialen Aspekten halt wirklich vorbringen. War in den Semesterferien, ich kannte eigentlich, hatte viel mit geflüchteten Menschen in Berlin immer zu tun und dachte, okay, jetzt fahre ich dahin, aber wusste nicht, in welcher Situation die Menschen da leben. Und ich glaube, so ein Aha-Moment habe ich immer öfter, wenn ich schon eine Erwartung habe und dann kommt irgendwie was anderes. Also was ich vor allem als so wertvoll gesehen habe, ist, dass Kommunikation oft auch möglich war, obwohl wir nicht so viel gesprochen haben.